Herren. Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Herzlich willkommen aus der besetzten Anstalt hier. Wir begrüßen zur Pressekonferenz wir, die Union Europäischer, naja, sagen wir mal, Frontalanarchisten. Kurz, die UEFA. Wir sollten so lange. Bei unserer Aktion Satiriker für Europa haben wir uns natürlich die Führungsspieler aus dem europäischen Ausland eingeladen. Aus Frankreich, Alphonse. Okay. Ich freue mich, hier zu sein. Er sagt, ich freue mich, hier zu sein. Ja. Ja. Und natürlich haben wir neben Frankreich und Deutschland natürlich auch einen Vertreter der dritten Führungsmacht in Europa eingeladen, aus Bayern, Konstantin Wecker. Also, ich werde jetzt gleich ein Lied für die einfachen Leute spielen gegen das Europa des großen Kapitals. Er sagt, er freue sich sehr, hier zu sein, denn vor allem für Länder wie Bayern bietet die EU doch zahlreiche wirtschaftliche Chancen. So, du gar nichts hören? Ja, gut. Wir kommen zu unserem ersten Punkt. Psst, wenn wir uns nicht bewegen, vielleicht geht er dann von selbst. Ich kann euch sehen, hallo. Hallo, Abdelkarim. Hallo. Hi, die Tür ist zu. Ja. Ja, aufmachen bitte. Ja, wir haben im Moment keinen Lachkräftemangel. Ja, wie? Was macht ihr denn da? Was läuft da? Ah, wir machen hier Kabarett gegen rechts. Ja, und ich könnte den Willi singen. Nein, wir wollten doch Begeisterung wecken bei den Leuten. Für die europäische Idee. Ja, geil, bin ich dabei. Ja, Europa-Begeisterung, das muss von innen kommen. Ja. Ja, also, wenn sie von außen kommt, dann wirkt das eher wie eine Bedrohung. Ja. Wenn ich nicht rein darf, hole ich die anderen. Oh, ist ja gut. Also, Sie müssen ja einfach nur den Code eingeben. Und der lautet? Achso, L-A-M-P-E-D-U-S-A. Lampedusa, kann man drauf kommen eigentlich? Ja, genau. So. Vielen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, bitte. Bitte. Hallo. Ja. Ein Stuhl bräuchte ich. Meine Damen und Herren, Europa. Das bedeutet 60 Jahre Frieden, Freiheit und vor allem das hier. Nichts. Nichts symbolisiert Europa besser als die Gurke. Le concombre. Die Gurke. Ja. Gurken. Er sagt die Gurke. Und wie heißt das bei Ihnen? In Bielefeld auch, die Gurke. Ja. Also. Ja, genau. Meine Damen und Herren, die Gurke ist das Sinnbild für den europäischen Regelungswahn. Mit einer Regel aus dem Jahre 1989 legte die EU fest, dass eine Gurke der Handelsklasse Extra maximal einen Krümmungsgrad von 10 mm auf 10 cm aufweisen darf. Also in Frankreich, das ist 10 cm. Ja, ja. Mit dieser Gurke wird Stimmung gemacht gegen Europa. Fuck die EU. Er sagt, Paris ist die Stadt der Liebe. Ja. Ja? Aber Fakt ist, die EU wollte die Gurkenverordnung gar nicht. Der Handel wollte sie, damit er sein Gemüse besser stapeln kann. Und was noch besser ist, 2009 hat die EU-Kommission die Gurkenkrümmungsverordnung abgeschafft. Seitdem betreibt der Handel sie freiwillig. Eine Verordnung, die sinnvoll ist, wurde also abgeschafft, weil man mit ihr Stimmung gegen die EU machen kann. Ja, und was hat das alles mit dem Kampf gegen den Rechtsradikalismus zu tun? Na, die Rumänen sind Gurken. Ah. Also die Gurken Europas. Also verstehen Sie, was Herr von Wagner sagen will, ist, die Gurken sind ein Scheinproblem, mit dem Stimmung gemacht wird. Ja. Genau wie mit der angeblichen Einwanderung in soziale Systeme. Die CSU fordert sogar ein europäisches Gesetz gegen Sozialtourismus. Mir liegen hier die Daten des Bayerischen Sozialministeriums vor. Die offizielle Zahl der in Bayern des Sozialmissbrauchs verdächtigten Rumänen ist 12. 12, diese gerissenen Rumänen. Nur 12? Das bedeutet, dass die CSU fordert ein Gesetz für nur 12 Leute? Das wäre doch mal ein Slogan für die Europawahl. Bayern, da wo jeder Ausländer sein eigenes Gesetz bekommt. Ja. Danke.
Wir möchten die CSU an dieser Stelle natürlich nicht in die rechte Ecke stellen. Da geht sie ja freiwillig hin. Nein, wir möchten aufstehen gegen diese Art des Populismus. Denn wenn man den Populisten ihre Lügen entreißt, was spricht dann noch wirklich gegen diese EU? Ja, und was ist mit der Macht der Lobbyisten, die mittlerweile ihre Gesetze in Brüssel selbst verfassen? Okay, ja, das vielleicht. Die Euro-Rettung durch die Troika. Seitdem ist Südeuropa am Ende. Okay, das... Das EU-Parlament darf nicht mal eigene Gesetze vorschlagen. Ist das Demokratie? Okay, das sind jetzt drei kleine Punkte, ja, aber da kann man ja noch dran feilen, ne? Also Moment mal, wie wäre es denn damit? Wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, müsste der Antrag zurückgewiesen werden aus Mangel an demokratischer Substanz. Okay, okay, bitte. Ja, Moment, Entschuldigung. Also wirklich, wer sagt denn sowas? Le Pen, Lucke? Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments. Legen Sie das weg. Der Slogan unserer gemeinsamen Aktion, meine Damen und Herren, lautet Europa solidarisch. Also, das ist jetzt unglücklich getrennt. Das sollte anders. Das ist jetzt... Na, weil ich finde das, also das ist zumindest ehrlich, ja? Weil... Na, mir ganz ehrlich, wir Franzosen, wir pfeifen immer nach der deutschen Tanze. Es muss heißen, wir tanzen nach der deutschen Pfeife. Ihr müsst uns immer verbessern. Nein, ihr müsst euch verbessern. Genau. Also, meine Herren, Mitsprache ist ja schön und gut, aber am Ende muss eben jemand die Regie führen, da sind wir uns doch alle einig. Ah ja, und das ist Demokratie vielleicht. Ach, jetzt, hören Sie, also, das, ne? Na, ich werde jetzt einfach ein Friedenslied singen. Nein, Frieden hat an dieser Stelle jetzt keinen Platz, Herr Wecker. Wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. Jeder macht jetzt erstmal seine Hausaufgaben. Alphonse, Sie machen Reformen. Ja. Vor allem, was Ihre Garderobe betrifft. Herr Wecker, Sie singen ein Lied hinter der Bühne. Ah ja. Und ich? Sie machen das, was Sie am besten können, Angst. Ach so, ja, halt, Moment mal. Ja, was mache ich denn? Ja, was Sie am besten können, meckern. Meckern. Großartige Idee. Ein satirischer Parfumsritt. Haken wir Sie ab. Die wichtigsten innenpolitischen Themen der letzten Wochen. Gut, Angela Merkel, das personifizierte Sommerloch, arbeitet natürlich mit der Klugheit einer Physikerin. Sie weiß, je langsamer ich regiere, desto schneller vergeht um mich herum die Zeit, desto eher bin ich wieder Kanzlerin. Und die Außenpolitik ist ein Schmierentheater, bei dem inzwischen jeder mitmachen darf. Wenn ich das recht verstanden habe, hat ein Bürgermeister, der gar keiner ist, OSZE-Mitglieder festgenommen, die gar keine sind, auf Einladung der ukrainischen Regierung, die zweifelhaft zustande gekommen ist und die über ein Militär verfügt, das das Land nicht kontrolliert. Ich kann so nicht arbeiten. Aber Hauptsache, man schmückt die Feindbilder aus. Feindbilder sind ja Dufte. Mit Feindbildern kann man sogar Weltmeere bewegen. Oder wussten Sie, dass Georgien am Atlantik liegt? Ich auch nicht. Aber Steinmeier war jetzt da und arbeitet an einem NATO-Beitritt Georgiens. Ich persönlich erwarte den baldigen NATO-Eintritt von der Mongolei, Tadschikistans und Perus und natürlich auch Liechtenstein, weil irgendeiner muss den Quatsch ja bezahlen. Natürlich dreht Steinmeier damit an der Eskalationsschraube, stellt sich dann aber hin und sagt, er habe Verständnis für die Ängste der Bevölkerung vor einem Krieg. Jetzt hör mal zu, Bundes-Uhu. Du sollst kein Verständnis haben für Emotionen, die aufgrund falscher Politik entstehen. Du sollst richtige Politik machen. Aber Feindbilder sind natürlich wahnsinnig nützlich. Wenn man ein Feindbild hat, dann weiß man schon mal, wer an allem schuld ist. Und das ist gerade für uns Deutsche, die wir nie an irgendetwas schuld sind, ein großartiges Gefühl. Beliebtestes Feindbild zur Zeit natürlich Putin, der Gutmensch, der Sozialschmarotzer, der Schwule, der Langzeitarbeitslose, die Inflation und die EU. Wenn Sie, ohne nachzudenken, sich wirklich gut fühlen wollen, dann schaffen Sie sich am besten mehrere Feindbilder an. Wenn Sie also fest davon überzeugt sind, dass schwul-lesbische, arbeitslose EU-Freunde mit inflationärem Migrationshintergrund schuld an allem sind, dann fühlen Sie sich als aufrechter Mensch
und nicht als das reaktionäre, hasserfüllte Arschloch, das sie in Wirklichkeit sind. Und wenn Sie jetzt sagen, toll, so ein Feindbild, ist ja super praktisch. Wo kriege ich denn sowas her? Ganz einfach. Feindbild malen ist der einfachste Kurs an der Volksunterdrückungshochschule. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach es ist, sich ein Feindbild zu malen. Herr von Wagner? Ja? Ja, machen Sie mal auf. Wer kommt denn jetzt noch? Oh, der Russe steht vor der Tür. Ich mach mal auf, ja? Herr von Wagner, lesen Sie keine Zeitung? Was? Wir müssen uns verteidigen. Ja, aber wieso denn? Der sieht doch ganz friedlich aus. Vielleicht will er einfach nur mitmachen bei Europa, ne? Ich red mal mit ihm. Der lässt nicht mit sich reden. Das ist ein Soldat. Den hat Putin geschickt. Russische Soldaten erkennt man jetzt immer daran, dass sie keine Uniformen tragen. Wissen Sie, ich red einfach mit ihm. Ich will verstehen, was er will. Ja, halt erst. Erst kommt das Verstehen, dann das Nachgeben. Und hast du nicht gesehen, liest Ihre Tochter nur noch Tolstoi. Hören Sie mal. Also Krieg und Frieden ist ein herausragendes Werk der Weltliteratur. Ja, der Idiot auch. Okay, jetzt hören Sie auf. Ich gehe jetzt auf. Herr von Wagner, ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihre Werte. Ich muss das mal überprüfen. Setzen Sie sich mal hier hin. Ja? Okay, ja. Ich habe wirklich Angst, Ihnen die Sicherheit dieser Anstalt weiter anzuvertrauen. Was ist das denn? Keine Sorge. Das ist ein Original-Ivanometer aus dem Jahre 1962. Beginnen wir mit der Untersuchung. Was? Herr von Wagner, mhm. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Sagen Sie mir, wo ist der Unterschied? Ich sehe keinen. Au! War das jetzt falsch? Links sehen wir friedfertige Bürger, die ein besetztes Regierungsgebäude befreien. Die gehören zu uns. Mhm. Rechts sehen wir gewaltbereite Militaristen, die brutal ein Regierungsgebäude besetzen. Ja, aber die machen doch beide dasselbe. Ich meine, au! Hören Sie mal auf! Es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern wo man es macht. Ja, aber gut und böse ist doch keine Frage der Geografie. Ach nein? Noch ein Bild. Schauen Sie sich's an. Beobachten Sie die Entwicklung und sagen Sie mir, wo ist der Aggressor? Ah, das ist einfach da links, die NATO. Das wird ja immer größer. Das ist richtig bedrohlich, ne? Und au! Falsch. Der Aggressor ist selbstverständlich hier. Was? Wo? Ich sehe den gar nicht. Na, da! Die Krim, die brutal von Russland einverleibt worden ist. Ja, aber das andere ist doch viel größer. Ja, aber die Krim wurde brutal annektiert, während sich die NATO friedlich erweitert hat. Und deshalb? Deshalb darf Russland das nicht als Aggression sehen, weil die anderen Länder sich ja nur aus Angst vor Russland freiwillig der NATO angeschlossen haben, so freiwillig, wie sich die Krim Russland angeschlossen hat. Wieso denn? Was war das jetzt schon? Haben Sie, Putin hat doch nur wählen lassen, weil er gewusst hat, wie es ausgeht. Ah, verstehe, wie in Bayern. Die Krim durfte sich nicht von der Ukraine unabhängig erklären. Das verstieß gegen das Völkerrecht. Ja, Moment mal. Schottland will sich doch auch in einem halben Jahr unabhängig erklären. Ist das dann auch verboten, oder? Nein, das ist ein Notfall. Niemand darf gezwungen werden, englisches Essen zu essen. Ich habe mal gelesen, es gibt gar kein allgemeines Verbot gegen einseitige Unabhängigkeitserklärungen. Wer sagt sowas? Offensichtlich jemand, der von Völkerrecht nicht die geringste Ahnung hat. Ja, der Internationale Gerichtshof zum Kosovo. Kosovo und Krim kann man nicht vergleichen. Schauen Sie, Barack Obama hat es doch erklärt. Im Kosovo hat unter Aufsicht der UNO ein Referendum stattgefunden. Ach so, aber warum war ein Referendum im Kosovo okay und auf der Krim nicht? Weil es im Kosovo nie ein Referendum gegeben hat. Ah, weil es im... Was? Dann hat Obama an der Stelle gelogen? Ja, aber das so klingt es ein bisschen Amerika-feindlich. Ja, Entschuldigung, wie soll man es denn sonst ausdrücken? Was, jeder Kriegsgrund des Westens in den letzten Jahren war, im Nachhinein hat sich als Lüge entpuppt. Ja, was, der Kosovo, Irakkrieg 1, Irakkrieg 2, Massenvernichtungswaffen, Hunderttausende von Toten. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll man dem Westen überhaupt noch irgendetwas glauben? Sie müssen dran glauben. Aber wenn das alles bisher eine Erfindung war, dann sind doch auch unsere westlichen Werte nur eine Erfindung. Nein, nein, nein. Unsere westlichen Werte, also Abstimmungen, Lügen,
Massenvernichtungswaffen? Genau. Die dürfen nicht in die Hände der falschen Leute geraten. Ah, und deswegen darf Putin nicht das Völkerrecht brechen oder lügen oder wählen lassen. Obwohl er es tut. Denn wenn die Bösen etwas Böses machen, ist es böse. Wenn die Guten etwas Böses machen, ist es gut. Und wir sind die Guten. Jetzt habe ich endlich diesen Film verstanden, Captain America 2. Da wird jemand gefragt, doch toll, da wird jemand gefragt, wie kann ich die Guten von den Bösen unterscheiden? Und er sagt, wenn sie auf dich schießen, sind sie böse. Yes, ihre Werte sind wieder vollkommen in Ordnung. Fühlt sich gut an. Das ist eine Frau im Kopf. Ja, ja. Sagen Sie, wie heißt eigentlich Putin-Versteher auf Englisch? Sympathy for the Devil. Ah, okay, das ist so. Ein super Song, okay. Sympathy for the Devil. Ich habe deine deutsche Version. Ein kritisches. Wecker, es ist so. Diese engagierten Lieder, ja, im Kabarett, das hatte in den 80er Jahren durchaus seine Berechtigung. Heutzutage ist es eher ein bisschen... Pathetisch? Ja, zu pathetisch, verstehen Sie? Ein bisschen unmodern, ja? Verstehen Sie, die Leute heutzutage, ja. Die wollen das ein bisschen mehr mit Ironie. Ach, die wollen das, das ist praktisch altbacken. Alt, ja, old fashioned, ja, ist modernes Kabarett, so, das wäre was, ja. Schönes. Ja, modernes super. Kabarett, super. Das sehr schön. Tut mir leid, ja. Der böse Russe. Putin-Bashing, kalter Krieg, ich finde das gut, dass der Russe der neue Bösewicht ist. Ist für mich als Moslem eine kleine Verschnaufpause. Ich find das wirklich schön. Das ist ein ganz neues Gefühl. Ich kann mich in der Bahn einfach zurücklehnen und Leute beobachten. Weil wir Moslems möchten auch mal gern die Beobachterrolle haben. Und ich habe letztens eine sehr nette Beobachtung gemacht. Da war eine Frau, ungefähr 30, eine Schwarze, die saß da. Schwarz darf man sagen, die war schwarz. Und ist eine ältere Deutsche, ungefähr 70, eingestiegen. Und die ältere Deutsche hat zur Schwarzen gesagt, sofort, ohne ihr Zeit zu geben, wenn man wissen würde, wie es bei uns abläuft, würde man jetzt aufstehen. Dann hat die Schwarze geantwortet, bei uns würde man sie essen. Das ist schon gut. Darauf muss man erst mal kommen. Darauf muss man erst mal kommen. An der nächsten Haltestelle sind alle ausgestiegen. Das sah auch komisch aus, eine Schwarze ganz allein im Zug, wo fährt die wohl hin? Aber an den Anblick muss man sich gewöhnen, immer mehr Afrikaner wollen nach Europa, the African Dream oder der europäische Albtraum, wie man möchte. Ich habe es gestern gelesen, von Januar bis jetzt April haben 15.000 Afrikaner versucht, Lampedusa zu erreichen. Die Unterwasserziffer ist noch gar nicht mit drin. Und ab und zu mal passiert ein schlimmes Unglück, 350 Afrikaner ertrinken, dann wird es wenigstens von den Regierungen bedauert. Daran erkennt man einen modernen Staat, Sachen werden bedauert. Wir bedauern sehr das Unglück vor Lampedusa. Eigentlich müsste das heißen, wir bedauern sehr, dass wir nicht geholfen haben, obwohl wir gekonnt hätten. Ab und zu schafft es trotzdem der ein oder andere. Bitte. Ab und zu schafft es trotzdem der ein oder andere Afrikaner nach Europa. Und die haben hier ganz neue Probleme. Ein marokkanischer Freund von mir zum Beispiel, der heißt Osama und wurde am 11. September geboren. Der hat am 11. September Geburtstag und der hat am Flughafen richtig Spaß. Ist eigentlich nichts Besonderes. Viele Araber heißen Osama und, man mag es kaum glauben, auch am 11. September werden Moslems geboren. Ich finde, ich kann das bestätigen, wenn ich am Flughafen bin, immer ganz komische Situation, die Stimmung kippt ein bisschen. Ich wollte mal für Alis Vater, der ist Autohändler, einen Wagen aus München abholen, mit dem Wagen nach Bielefeld fahren, durfte den Wagen dann noch eine Woche behalten. Ich habe direkt ja gesagt, Köln-Bonn-Flughafen, ich war ein bisschen aufgeregt, erster Flug seit langem. Ich so, ja hallo, ich würde am liebsten ganz vorne sitzen, direkt hinter den Piloten. Direkt die Alarmglocken an, sie wollte sich nichts anmerken lassen. Wo ist ihr Gepäck? Ich habe kein Gepäck. Und wann ist der Rückflug? Ich brauche keinen Rückflug. Nach jedem Satz von mir wurde die Schlange kleiner. Schatz, wir müssen zurück, wir haben den Herd angelassen. Da hatte ich eine Idee für einen Job, den nur ich machen kann. Wenn ein Pärchen das Flugzeug nur für sich haben möchte, kann das mich beauftragen. Rent the Muslim. Den Job gibt es natürlich leider nicht. Aber die Geschichte hat mir gezeigt, Terrorismus hat Deutschland verändert. Und das merkt man vor allem an Hauptbahnhöfen. Da gibt es eine schöne Durchsage, Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Die gibt es in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht auf Arabisch. Die eigentliche Zielgruppe. Ganz klarer Fall von Zielgruppe verfehlt. Ich meine, stellt euch vor, die Durchsage gibt es auf Arabisch. Der Terrorist kommt, motiviert mit Rollkoffer, sein erster Fall, vielleicht sein letzter. Legt den hin, Durchsage kommt. Schatz,
schade. Direkt der Sicherheit an Bahnhöfen. Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Sie haben gesagt, ich soll Reformen machen. Ja, ein bisschen sparen, ne? Ja, ja, aber das, nein, das ist ein Scheißspiel. Was, warum? Das ist doch nur eine faule Ausrede, oder? Nein, nein, ist es nicht. Weil, gucken Sie mal, diese Länder, Irland, Portugal und Griechenland, die sind gezwungen worden zu sparen. Und jetzt haben die so viel Schulden wie noch nie zuvor. Können Sie mir das bitte erklären? Na, selbstverständlich. Herr von Wagner, würden Sie vielleicht... Also, ich erkläre Ihnen das mal. Sie stellen sich jetzt hier hin, Sie sind jetzt mal ein Staat. Welcher Staat wollen Sie sein? Monaco. Wollen Sie jetzt mitspielen oder nicht? Sie sind, nein, nein, Sie sind ein hochverschuldeter Staat. Sagen wir mal, Sie sind Italien. Ja, warum bin ich? Gut. Und was bin ich? Ja, Sie sind Frankreich. Gut, ich probier's. Ja. Und was mache ich? Du machst, was ich dir sage. So, also ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben eine Menge Schulden bei mir. Ja, ohne nichts und nur das. Schaust du mal, ist das die einzige Geld, das ich überhaupt noch habe? Oh, ja, passen Sie gut drauf auf. Ich sag Ihnen jetzt, wie Sie von diesen Schulden wieder runterkommen. Ah, ohne wie? Sparen. Stupido. Ohne wo? Na, also bei den Ausgaben. Wie sage ich immer, die Kosten sind immer das Teuerste. Leider. Also, Löhne runter, Renten kürzen, Beamte raus und Kürzungen im Gesundheits- und Kulturbereich. Ah, Kultur, Teatro, ah, Signore Abdel Karim. Signore Abdel Karim, Sie sind der Theaterbesitzer. Ja. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, der Etat ist gekürzt. Endlich! Herr Wecker! Also, ich habe deinen super italienischen Song, den könnte ich jetzt mal singen. Herr Wecker, das Klavier ist gestrichen. Also, ich bin raus. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Habe ich sehr gut gemacht. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen. Hey, Pa, was willst du, ja? Geld. Ja, gearbeitet, ne? Ja. Gibt keine Arbeit. Und jetzt? Ja, Arbeitslosengeld. Gute Arbeit, nur die Hälfte. Ich muss es sparen, ne? Gut gemacht. Gut gemacht. Signore Abdel Karim, ich kriege noch Steuern von Ihnen. Das glaube ich nicht, mein Freund. Was? Das ist ein Verlustbetrieb. Keiner kann sich Karten leisten. Was Kohle her für die Fixkosten. Aber nur etwas weniger, ne? Na, 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 Sie wollten doch sparen. Sag doch auch mal was, François. Liberté, Egalité. Und Austerité. Ah, sehr gut. Gut gelernt. Mama, was soll das? Je mehr ich spare, desto mehr Schulden ich habe. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken über Dinge, die Sie nicht verstehen. Machen Sie mehr mit, wie heißt das noch? Disziplin. Ja, machen Sie mehr mit Disziplin. Ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr mit. Halt, halt, halt. Was? Haben Sie nicht was vergessen? Was? Na, Sie haben noch Menge Schulden bei mir. Oh, jetzt? Ich habe gar nichts mehr, hä? Scheiße Spiele. Siehst du, Monsieur Uthoff, das hatte ich von vornherein schon gesagt. Scheißspiel. Jetzt. Jetzt habe ich es verstanden, Herr von Wagner. Sparpolitik führt zu noch mehr Schulden. Ja. Also ist jetzt einfach Schluss damit. Nein, jetzt ziehen wir die Sparpolitik erst recht durch. Die Medien sind völlig begeistert. Griechenland ist zurück an den Kapitalmärkten. Ah, dann geht es den Bürgern also wieder besser. Nein, den Bürgern geht es schlimmer als jemals zuvor. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch von, sagen wir mal, -30%. Das gab es in Friedenszeiten in Griechenland eigentlich noch nicht. Es gibt eine schöne Geschichte. Ein alter Grieche hat mal gesagt, früher kamen die Deutschen mit Panzern und Schiffen und wir haben tapfer gekämpft. Jetzt kommen sie in Schlips und Kragen und wir sind ratlos. Aber hören Sie, das ist doch Wahnsinn. Im Süden, da verbluten die Länder und statt sie zu verbinden, machen wir einen Aderlass. Man könnte fast sagen, es ist eine Tragödie. Der griechische Patient, der kranke Mann von Europa. Oh. Ah, unser Chefchirurg. Schwester, bitte, die Instrumente. Oh.
Sie brauchen keine Angst haben, Vertrauen, diese Maßnahmen sind nur zu Ihrem Besten. Ja. Gehen wir die Kürzungen noch mal durch. Gut. Krankenhäuser, Zehntausende von Stellen gestrichen. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen wehtun. Au! Und? Wie geht es dem Patienten? Sparpolitik führt zu Depressionen, Malaria und etlichen weiteren Krankheiten. Das muss jetzt wehtun, weil sonst das würde gar nicht wirken. Ne? Das ist sollen die jetzt nur Klavier spielen? Wie sieht es mit den Selbstmordraten aus? Die waren einst die niedrigsten in ganz Europa. Jetzt sind sie um 40% gestiegen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen gar nicht gesund werden. Scheiß Kürzungen! Was tun wir gegen die Arbeitslosigkeit? Leute entlassen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit knapp bei 60%, Tendenz steigend. Gut, was soll ich Ihnen jetzt noch abhacken, damit Sie wieder auf eigene Beine stehen? Und wie sind die Zukunftsaussichten? Naja, 500.000 Kinder in Griechenland leben unter der Armutsgrenze. Griechische Familien geben ihre Kinder bei SOS-Kinderdörfern ab, weil sie nicht mehr ernähren können. Hören wir dazu nun einen Kommentar des stellvertretenden Chefredakteurs der Welt am Sonntag, Ulf Poschardt. Was wir den Griechen zumuten, ist jenseits dessen, was man denen zumuten kann. Aber es ist trotzdem ökonomisch richtig. Verstehen Sie, das ist Neoliberalismus. Man begründet etwas, was nicht funktioniert, mit etwas, was nicht stimmt. Und was sagt Angela Merkel dazu? Angela Merkel macht für diese Politik Werbung mit dem Slogan "Gemeinsam erfolgreich in Europa". Das ist selbst mir zu zynisch. Hm. Sehen Sie, uns Wählern wird ja oft vorgeworfen, wir hätten kein Interesse mehr an Politik. Wenn man sich solche Wahlplakate anschaut, hat man das Gefühl, es sind nicht wir Wähler, die kein Interesse mehr haben an Politik. Mein Lieblingswerbespot von der CDU ist im Radio gelaufen. Kennen Sie den? Da die Stimme von Julia Roberts spricht da und sagt dann, kennen Sie das? Wissen Sie, an manchen Tagen, da passiert nicht viel, im Grunde gar nichts. Und dann geht es weiter und dann sagt sie, wollen Sie so einen Tag nicht mal zu etwas Besonderem machen? Und dann sollen Sie CDU wählen. Das ist ein toller Slogan, oder? CDU, weil ja sonst nichts passiert. Das ist fast so großartig wie damals, als die CDU in Mecklenburg-Vorpommern geworben hat mit C, wie Zukunft. Das muss man. Schauen wir uns dieses Wahlplakat kurz genauer an. Also es zeigt eine Frau, die bei der Wahl, um die es hier geht, gar nicht antritt. Noch dazu steht sie für alles, bloß nicht für ein wirklich gemeinsames Europa. Und ihre Anhänger sind nachgewiesenermaßen diejenigen, die sich am allerwenigsten für Politik interessieren. Also mehr Protestwahl ist im Prinzip nicht möglich. Man kann Frau Merkel dieses Plakat eigentlich auch nicht vorwerfen, Politik zu machen für Menschen, die sich nicht für Politik interessieren. Das ist wie Essen kochen für Menschen ohne Geschmack. Da stellen Sie auch nicht lange in die Küche, da gibt es halt Kartoffelsuppe und fertig. Ja? Kleinstmöglicher Aufwand für den größtmöglichen Effekt. Das ist das Prinzip McDonald's. Wir werden regiert vom großen M. Und der EU-Spitzenkandidat für die CDU heißt dann auch folgerichtig McAllister. Es ist wirklich die CDU hat 10 Millionen Euro ausgegeben für diesen Slogan. Dann kommt da sowas raus, damit Europa Chancen für alle bringt. Super. Warum dann nicht so ein gleiches Bild von Angela Merkel, da so eine kleine Blume in der Hand, eine Biene da. Und da steht drunter, schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die. Wissen Sie, was ich möchte? Ich fordere ein Gesetz, das alle Parteien verpflichtet, nun ihre Wahlplakate bis zur Hälfte mit Text zu bedrucken. Und zwar in kleinen Schriftgrößen. Und dann gilt die Regel von Tabu. Beschreiben Sie Ihr Wahlprogramm in 40 Sekunden, ohne die Worte zu benutzen, Chancen, Freiheit, Gerechtigkeit, gemeinsam und Mensch. Los! Wissen Sie,
Wissen Sie, ich habe das Gefühl, es ist einfach... Na gut, es gibt eine Hoffnung. Andere Parteien sind auch nicht viel besser, aber es gibt eine neue Hoffnung. Peter Tauber, der neue Generalsekretär der CDU, der hat auf einem der letzten CDU-Parteitage aus Star Wars zitiert. Das wäre doch mal ein Wahlspot für die CDU, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, man sieht die europäische Flagge und drüber steht Krieg der Sterne. Ja, und dann sieht man Heiner Geißler, verkleidet als Meister Yoda, der auf die CDU deutet und sagt, wählen ihr sie müsst. Schnitt Angela Merkel in einem Darth Vader-Kostüm auf einem AfD-Parteitag. Ja, sie geht zum Parteivorsitzenden der AfD und sagt zu ihm, ich bin deine Mutti, Luke. Ihr seid merkwürdig, die Deutschen, ne? Gut, was Politik angeht, sind wir mittlerweile auch Franzosen sehr merkwürdig, muss man schon sagen, weil ich befürchte, Sie haben es mitbekommen, dass die Rechtsextremisten auch bei uns, enfin vor allem bei uns mittlerweile, der Front National, die sind sehr erfolgreich. Attention, nicht überall in Frankreich. Hein? Der Front National in Frankreich, die sind vor allem erfolgreich im Süden und im Osten. Übrigens, bei euch, die Rechtsextremisten, die sind auch im Osten. Haben Sie eine Erklärung, warum die Rechtsextremisten, die sind immer im Osten? Ich habe eine. Ich glaube, die gucken eine Landkarte an und die sagen rechts, rechts, rechts und dann landen die... warum sonst? Non, mais. Front National. Front National, die sind auch deshalb so gefährlich, weil mittlerweile man erkennt die nicht mehr. Früher, das war einfach, die Rechtsextremisten in Frankreich, früher, die hast du erkannt sogar auf der Straße, wenn einer kein Baguette unter den Arm getragen hat. Da wusste man, das ist ein Rechtsextremist, weil sonst das wäre beim Hitlergruß dann runtergefallen. Aber mittlerweile... Ah nein, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Es ist so, weil die Franzosen, die sind im Moment komplett unversehrt. Die haben keine Hoffnung mehr, die wissen gar nicht mehr, was man macht. Weil die Hoffnung normalerweise bei uns, das war Hollande. Aber Hollande, Non, ganz ehrlich, Hollande, man versteht überhaupt nicht, was er macht. Hein? Zum Beispiel neulich, er hat doch Angela Merkel beim Élysée-Palast empfangen. Hein? Und er kam und dann, oh, Angelika, schön, dass du hier bist. Und dann hat er die Krücken weggenommen. Alle haben gesagt, was macht er jetzt? Na, stell dir vor, wenn Schäuble gekommen wäre, dann hätte er die Rede... Non, Hollande, c'est la catastrophe. Hollande, c'est la catastrophe, ist das Hollande. Komplett la catastrophe. Hein? Sagen Sie mir irgendwas, wofür Hollande von der letzten Zeit, was er gemacht hat, was Sie noch in Erinnerung haben. Von ja, ich weiß, was Sie meinen. Das fand ich gut übrigens, das mit dem Motorroller, das war schon... Da muss man schon sagen, das war schon eine Aktion, worüber alle gesprochen haben. Stellen Sie sich vor, nicht irgendjemand, sondern der französische Präsident. Oh, der heimlich, er kommt raus vom Élysée-Palast, der wird dann durch Paris gefahren von einem Bodyguard auf dem Motor. Ein Bodyguard, hey, das ist der Typ, der die Atombombe hat. Hein? Nur ein Bodyguard. Und dann trifft er sich mit seiner Geliebte, einer Schauspielerin. Wow. 20 Jahre jünger und trifft er sich in einer Wohnung und gleichzeitig die Frau dann, die erfährt das und dann, pum, Nervenzusammenbruch, Trennung und etc. Das ist ein bisschen wie ein Theaterstück. Und dann am Ende kommt auch noch dabei raus, dass die Wohnung, wo die beiden sich getroffen hatten, das gehört der Korsika-Mafia. Sie müssen sich vorstellen, wenn das in Deutschland passiert wäre, das würde bedeuten, dass Angela Merkel... würde sich so jede Woche rausschleichen ins Geheim von dem Kanzleramt. Sie wäre durch Berlin von ihrem Bodyguard, sie auf dem Gepäckträger. Dann trifft sie sich in eine Wohnung mit Til Schweiger. Und die Wohnung würde Uli Hoeneß gehören. Monsieur Hulpert.
Alphonse, oui. Vielleicht an dieser Stelle noch von Ihnen ein kleines positives Statement zum Thema Europa. Hier in die Kamera? Bitte schön. Oui. Alors, bei der EU, das ist für mich, dass wir 70 Jahre lang nicht von den Deutschen überfallen wurden. Also nein, das kann man auch das kann man auch positiver ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger. Fuck und so. The EU. Bitte? Was? Fuck the EU. Herr von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine. Haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Und ja, so. Darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Jetzt hören Sie doch mal auf, jetzt. Ist doch lang. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen! Verstehen Sie? Verkünden müssen! Haben sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Iwan bedroht wird. Na ja, ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Na ja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Ne? Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht? Bitte? Kennen Sie folgende Organisation? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Ski allein. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier, in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. Toll! Ja, cool. Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das Heute-Journal moderieren würden. Moin. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit, mhm, ja, ja. Und der Nonnenmacher, ja. Von der FAZ, ja. Und der Auslandschef der FAZ, der, ja. Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, uiuiui. Das ist auch ein ganz schön dichtes Netzwerk, mhm, sagen, ja, Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Na ja, gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joffe ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. Ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Führt das nicht zu Interessenkonflikten? Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik, ja. Klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Es gehört dem Bund, ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine.
gut, dass die Bild da nicht mitmacht. Was? Ja. So, hier, Kai Diekmann von der Bild-Zeitung ist natürlich... Was ist das, Taliban oder Vielmann? Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bild-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass Sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das Sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sonst, wer ist das denn da? Oh, das ist schön, das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt, hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja, ja, oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der Zeit. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die Zeit. Das wäre schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, positiv über Gaucks Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergisst aber leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Wissen Sie was? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte gehört von einem britischen Weltkriegsveteran, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten am Ersten Weltkrieg? Hat er gesagt, naja, das war so, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an einen runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten Sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart. Einfach mal. Ja, Moment mal. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das machen Sie. Was denn? Jetzt beruhigen Sie sich, ich mache eine Lichterkette für den Frieden. Ja, ganz alleine? Naja, irgendjemand muss ja anfangen, ne? Was denn? Was machen Sie da? Sie auch? Also ich habe gewusst, tief in Ihrem Inneren sind Sie ein Softie. Ach, Quatsch. Quatsch, aber alles, was Josef Joffe dazu bringt, auf seinen Laptop zu kotzen, da bin ich dabei. Irgendwie, das, ich weiß nicht, da fehlt irgendwas. Leute fehlen? Oder? Ja, oder irgendwas anderes. Na, vielleicht, ich finde auch, irgendwas fehlt. Vielleicht, vielleicht ein bisschen Pathos. Ja, ein bisschen Pathos wäre ganz gut. Das wär natürlich, an der Stelle wäre das mal gut. Ach, das wissen wir es mal? Weil man sonst immer alles so weglächelt. Vielleicht, für Sie. Ich habe was ohne... Ohne Ironie. Ohne Ironie. Ja. Und vielleicht was mit Musik. Das wäre schön. Ein Lied sogar. Ja, das wäre gut. Ja, das wäre schön, ja. Aber wer soll das machen? Willi, schon 40 Jahre ist es her, dass dich der Neonazi damals erschlagen hat. Aber jetzt ist wieder so viel los bei uns, dass ich dich schon wieder mal in deiner ewigen Ruhe stören möchte. Vielleicht bin ich ja zu hellhörig, vielleicht höre ich die Flöhe husten. Aber ich habe Angst, dass wir vor einem Krieg stehen, Willi. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Und da hat wohl eine gewaltige Lobby ein gewaltiges finanzielles Interesse daran. Kaputt machen, wieder aufbauen. Neue Märkte, neue Waffen, neue Särge, neues Geld. Das ist nun mal die Art, wie unser völlig krankes Wirtschaftssystem seine Krisen löst. Die Medien manipulieren wie schon lange nicht mehr. Neue Feindbilder werden gebastelt und was gut ist und böse, richtig und falsch, wird uns wie eine bittere Medizin täglich eingeflößt. Und unsere Regierung, die schert sich wie gewohnt einen Dreck um das, was wir wollen. Denn wenn die mal alle Leute fragen würden, ob sie einen Krieg wollen, was glaubst du, Willi, was die antworten würden? Aber die fragen ja nicht die Leute,
sondern sie erklären uns, dass diesmal Deutschland statt am Hindukusch auf der Krim verteidigt wird. Und die gute alte Friedensbewegung? Anstatt endlich was auf die Füße zu stellen, zerfleischt sie sich wieder selber. Vor lauter Angst, einer Irrlehre zu verfallen, fällt sie irr ins Leere. Die Militaristen aller Couleur trommeln für den Krieg und die Linke rührt sich nicht vom Fleck und überlässt damit das Feld den Demagogen, den nationalen Sozialisten, offenen und verkappten Judenhassern, Deutschtümlern, homophoben Putin-Fans und anderen Wölfen, die jetzt eimerweise Kreide fressen. Anstatt die vielen Menschen, die sich zu Recht empören, mit guten und linken Argumenten zu unterstützen, verliert sich die Linke im Hoheitsanspruch der einzig wahren, richtigen Gesinnung. Und da verliert sich eben auch gern mal der Sinn. Aber Willi, wäre es nicht das Allervernünftigste, jetzt auf die Straße zu rennen, für Frieden, für eine gerechtere, würdigere Welt? Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, bei Heckler und Koch jedenfalls. Da knallen schon die Champagnerkorken an die Lüster. Ach Mensch, wir bräuchten wieder solche Leute wie dich, Willi. Echte Typen, voller Liebe und Verzweiflung. Leute, die wie du einfach das Maul aufmachen und sich hinstellen und blären, heut's mein Faschist oder nie wieder Krieg. Die auf die Straße rennen, sich mit anderen unterhaken, revoltieren gegen diesen Scheiß-Militarismus. Ich mach weiter, Willi, wie versprochen. So wie du gesagt hast, man muss weiterkämpfen, auch wenn die ganze Welt einen Arsch offen hat. Und eines gilt immer noch. Freiheit, Willi. Das heißt, keine Angst haben vor nichts und niemands. Oh, Alphonse, sind Sie auch Pazifist? Nein, ich bin Franzose. Aber am Ende mache ich sowieso, was die Deutschen wollen. Sogar Frieden. Oh, Abdelkarim, Sie auch? Integration ist alles. Na dann. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sag doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wenn wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Das war die Anstalt. Heute besetzt von Alphonse, Abdelkarim und Konstantin Wecker. Wir kommen wieder am 27. Mai. Bis dahin, bleiben Sie friedlich.